Was war es auf einmal für ein Geräusch? Und damit herzlich willkommen zur 56. Folge von Jedi Survivor. Wir klettern hier hoch, die Abkürzung, und gehen dann mal da hoch. Wir können da nicht hoch. Ich kann nicht mal das Seil nehmen, schade. Sehr tragisch. Gehe ich nicht den falschen Weg entlang? Wir müssen jetzt zum Mantis gehen. Doch, das ist der richtige Weg. Okay. Und wir sind bei der Mantis. Das war ja schnell. Oh, oh. Sieh an, er ist nicht tot. Wie geht's dir, Kleiner? Cal. Hast du etwa ins Feuerwanzennest gestochen? Ravis ist tot. Das erklärt es. Okay, lass mich raten. Zurück nach Kobo? Ja, ich denke schon. Hey, Jetpack, kannst du mir hier mal helfen? Ja. Sag's Grease nicht, aber er hat recht, was diesen Mond angeht. Unheimlich. Unheimlich. Genau. Ich dachte, die brauchen Hilfe da, aber anscheinend nicht. Anscheinend wurde ich mies gescammt. Dann auf zurück nach Kobo. Oder was ist unser Ziel? Ja. Einfach hierhin. 69%, 96%. Was haben wir nicht freigeschaltet? Oh, hier gibt es tatsächlich Sachen, die wir noch nicht freischalten konnten. Hier ist eine Sache, die wir freischalten konnten. Hier gibt es eine weitere Sache. Ah ja, die Abkürzung hier, die haben wir nicht freigeschaltet. Das ist sehr tragisch. Das ist nur der Droide. Ja, dann werden wir irgendwann zurückkommen und hier die Abkürzung freischalten und halt hier das andere rote, den hier machen, benutzen. Okay, dann auf zurück nach Kobo! Sehen wir es uns an. Auf geht's! Kurs auf das beste Wasserloch von Kobo! Was für ein Wasserloch! Wie lange ist denn die Ladezeit, Digga? Ich brauche einen Moment. Okay. Kopfschmerzen, dann würde ich auch definitiv erstmal ans Handy gehen, um die Kopfschmerzen zu lindern. Du grübelst. Schon wieder. Kannst du meine Gedanken lesen? Es ist kein Jedi-Trick. Ich bin nur aufmerksam. Auf dem zerstörten Mond sah ich, wie Dagan Santari konfrontierte. Er war so sehr von Tenalore eingenommen, dass er völlig seinen Weg verlor. Erinnert mich an meinen Kampf gegen das Imperium in den letzten Jahren. Ich möchte einfach nicht wie er enden.
ziemlich stur. Doch es ist nicht Ehrgeiz, der dich antreibt. Ich verstehe nicht, warum sie seine Veränderung erst erkannte, als es zu spät war. Sie träumten gemeinsam. Sie litten gemeinsam. Man erwacht nicht so einfach aus einem gemeinsamen Traum. Treibt dich das um? Dich selbst zu verlieren? Ja. Ein wenig. Solltest du je vom Weg abkommen, führen wir dich zurück. Ehrenfrau. Aber habt ihr auch den Planeten gesehen, der aussah wie ein Ei? Einfach ein Ei, Digga. Nach Ravis Tod sind die Bedlam Raiders angeschlagen. Das macht sie gefährlich. Sie waren schon vorher nicht gerade harmlos. Nein, waren sie nicht. Ich werde mich um den Außenposten kümmern. Die Raiders könnten zuschlagen, wenn sie denken, dass wir verwundbar sind. Ich komme zurück, so schnell ich kann. Das weiß ich. Und ich werde warten. Marin, vielen Dank. Aber was machen wir überhaupt auf Kobo? Also sie bleibt ja hier beim Außenposten. Wohin wollen wir denn gehen? Ein neuer Weg? Wohin ging das? Ah, das war da oben. Ah, hier mit dem grünen Tor, wo wir ja durch können jetzt. Und hier war der Fisherman in der Folge. Hier gibt's auch noch ein paar Sachen, die wir machen können. Die können wir uns ja mal anschauen. Hier auch. Dann gehen wir dahin. Wir halten uns einfach rechts. Genau, ich kann auch pfeifen. Let's go! Aber Kel, du solltest nicht so oft die Bombe droppen, auszusehen. Geht's hier schon hoch? Ich bin mir gerade unsicher, aber ich glaube schon, dass dieser Weg der richtige ist. Ja, hier geht's lang. Hier müssen wir unseren Dreh leider droppen. Yo, was geht, Digga? Zwischen diesen Felsen gibt es Dinge, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Oh, wir kennen auch einige Schauergeschichten. Hat er das nicht auch schon beim ersten Mal erzählt? Irgendwie genau die gleiche Story? Aber okay, ich will den mal nicht fronten, nur weil er gruselige Geschichten erzählt. Du schon wieder? Was ist dir eigentlich los? Hä? Was meinst du? Erst schneist du hier rein, störst meinen Frieden und jetzt sind die Raiders hier, um das letzte bisschen davon kaputt zu machen. Beweg mal deinen Mund, bevor du mit mir so redest. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt einfach nicht. Das Imperium ist nervös. Das macht es gefährlich. Okay. Pass auf dich auf. Oh, ich gehe nirgends hin. Hab nicht vor, meinen Hals zu riskieren. Ja, warum kann ich nicht in ein Haus gehen, Digga? Da würde ich sehr gerne... ein Poncho! Mann, den habe ich übersehen einfach die ganze Mal, als ich da war. Geglättete Frisur, okay? Wir werden uns mal unsere Frisuren wieder anschauen demnächst. Wohin geht's hier lang? Das ist eine... Abkürzung dann. Gute Leistung. Fähigkeitenpunkt, wir haben 2. Ja, die Abkürzung eine können wir nicht aktivieren. Wollen wir die 2 Fähigkeitenpunkte dann kurz aktivieren? Ja oder nein? Ah ja, wir können einfach den nehmen. Dann lass einfach mal hier hoch. Was gibt's da unten eigentlich? Waren wir da schon? Ich glaube, wir waren da noch nicht. Hier gibt's aber nichts, okay.
und hoch mit uns. Dann schauen wir mal direkt unsere 2 Fähigkeitspunkte, ob wir die irgendwo reinmachen. Hallo, hallo. Die Macht ist mit mir. Die Macht ist mit mir. Gewiss, gewiss, gewiss. Fähigkeiten. Wollten wir Kells Leben nicht vergrößern? Ich bin mir unsicher. Erhöhen, was vergrößern. Ah, oder das hier natürlich machen. Stimmt. Also ein Teil der Machtanzeige würde jetzt nicht so fett jucken. Aber Kells maximales Leben erhöht sich ist natürlich stark. Bessere Reflexe, auch nicht schlecht, würde ich sagen. Einzellichtschwert bringt uns natürlich nichts. 2 Schwerter haben wir schon alles. Blaster Stand reduziert die Zeit im Blasterschuss. Ich würde das tatsächlich machen, da wir Blaster Stand als Main Stand benutzen und somit sehr darauf angewiesen sind, große Gegner in Schutt und Asche zu schießen. Und da denken wir gar nicht drüber nach, würde ich sagen. Wir machen das einfach. Nice. Schnelles Zielen. Mehrere Gegner auf einmal anzuvisieren. Das ist natürlich strong. Okay. Drück Y kurz bevor ein Gegner trifft, um den Schuss wegzustoßen. Okay. Nice, nice, nice. Dann lass mal kurz unser Aussehen. Alles klar. Takt. Hier, Anpassung. Hier, wir haben jetzt ja Haarknoten, geglättete Haare haben wir bekommen. Okay, Frisur. Geglättet, damit sieht Kell doch bestimmt nicht so ass aus. Ups. Lass mal probieren. Mit deinem Bart. Oh, ein neuer Look. Warum steht da Luke? Aber okay, ich will mal nicht fronten. Gewiss, 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 junger Mann. Wenn dann auch den Look, weil das hat mir nicht so krank gefallen. Irgendwas Professionelles muss es jetzt ja sein. Oh ja, ich bin ein Jedi-Padawan. Streuner Duelland. Wir nehmen den Jedi-Klamotten hier. Aber ich glaube nicht, dass er dann mit der Frisur da so krank aussehen würde. Das passt schon eher. Hemd, sehen wir Hemd überhaupt? Ah, okay, das sehen wir nur. Ich würde sagen, wir nehmen einfach Überlebender, weil dann sieht man die Hände. Und als Hose muss irgendwas zu Jedi passen. Ja, wir haben nicht die Jedi-Hose, doch haben wir. Dann nehmen wir die einfach. Das ist doch schön, jetzt sehen wir aus wie ein junger Padawan. Gehen wir. Auf seinem Weg in tiefe Reisen. Und um ein paar, Imperiale zu vernichten, einfach. Lass mal sehen, wo wir lang gehen müssen. Das ist der Weg und wir können das Ganze bis ganz nach hinten untersuchen. Oh! Ich nehme gleich ultra viel Schaden wahrscheinlich. Ah, okay. Weg den Bastard! Komm, mach nochmal, ich schieß alles zurück. Hol den Bastard, let's go! Oh, sorry, ich wollte dich nicht treffen. Ich brauch Hilfe. Das war knapp. Hier ist der zweite Weg, wir können aber hier noch weiter nach hinten. Oh, das war eine Bombe, glaube ich. Aber hier können wir zumindest mal runtergehen. Oh, ein neuer Samen. Daraus wächst bestimmt was Interessantes. Okay, wie kommen wir hier hoch? Ah, okay, wir müssen einen Umweg gehen, um hochzukommen. Ah, hier war ich aber schon mal. Okay, ich verstehe. Dann, der Vogel verfolgt uns noch, aber wir laufen einfach hier durch. Jetzt nur die Frage, ob wir hier runtergehen oder dahin gehen. Ah! Das ist Monsieur Fischfänger.
Und ich sehe auch schon einen Poncho, den wir uns holen können. Dann ist das vermutlich nicht der richtige Weg. Das ist der weiterführende Weg. Dann würde ich tatsächlich einfach mal hier runtergehen. Kann ich hier einfach runterspringen? Yo, was geht? Was geht, Scuba Diver? Scuba Steve. Ich jage den wilden Mii-Fisch. Wusstest du, dass der Mii der erste Fisch war, den der kleine Scuba gefangen hat? Warum willst du noch einen fangen? Macht ja keinen Sinn irgendwie, oder? Ich war damals gerade mal so groß. Der kleine größer als mein Schwanz. Geradewegs ins Maul der Kreatur geschwommen. Perfekt. Unglücklich, Digga. Dann fang den. Komm. Zeig. Ich will den in meiner Datenbank haben. Ich bin nämlich jetzt ein Jedi und muss mich um die Sicherstellung aller Fische kümmern oder so. Let's go. Ein Poncho? Vielleicht irgendwas, was unseren Jedi-Look ausgleicht? Bomberhose. Alles klar, ich habe nicht vor, jemanden zu bomben, deswegen wird der Look vermutlich warten müssen. Toa meinte, wir sollten uns diese Kammer näher ansehen. Ich würde meinen, wir haben genau Zeit jetzt für diese Kammer. Dann lass die mal machen. Go, go, go. Wir haben nicht mehr viel Zeit in dieser Folge. Vielleicht bin ich dieses Mal ja schlau und hol das direkt. Ich bin jetzt wie ein Jedi-Meister angezogen. Willkommen, Jedi. Unsere Probleme sind oftmals eine Frage der Perspektive. Indem wir unsere Position verändern, verändern wir auch unser Denken. Durch diese neue Sichtweise kann ein Problem begreifbarer werden. Das kommt mir bekannt vor. Warum? Hat das irgendeine wichtige Person schon mal erzählt? Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Planeten so kraftspendend finden würde. Er hat etwas Einzigartiges, nicht wahr? Ich muss euch eine Quelle zeigen, die ich kürzlich gefunden habe. Die Aura dort ist belebend. Okay, was haben die hier dann gefunden? Ich habe gehört, Dagon war im ersten Transporter, der abgeflogen ist. Unsinn, das würde er niemals tun. Wo immer er ist, wir brauchen ihn. Das ist nicht gut. Dagon hat anscheinend Leute verraten und zurückgelassen. Oh, hier würde ich nicht runtergehen. Was ist dieser Kern? Oh, wir können den drehen. Können wir da reingehen? Sieht aus wie... Oh, das bewegt sich. Okay, ich verstehe. Den können wir zum Beispiel hier reinhauen. Können wir den jetzt aktivieren? Was bringt das dann, wenn wir den... Hey, wow, was soll denn das? Komm, wir ziehen den nochmal zurück. Wir gehen hier hoch. Ah, okay, die Tür öffnet erst später. Dann lass mal kurz gucken. Hier, der hier. Wir können dann ja... Vermute ich mal einfach... Ah, wir können nicht. Okay. Kann ich den hier am Boden entlang laufen lassen? Nein, der geht nicht durchs Wasser. Ups. Was passiert? Nichts, okay. Ah, ich kann da draufsteigen. Aber es bringt ja nicht wirklich was. Lass mal gucken, was die anderen dann noch gemacht haben, nachdem die erfahren haben, dass der Gen weg war. Dieser Planet ist so anders als Coruscant. Ich finde seine Stille im Vergleich fast ohrenbetäubend. Und dennoch liegt darin ein einzigartiger Frieden. Wenn ihr meint. Funktioniert das? Sorry. Oha, wie weit das da nach hinten geht einfach. Was habe ich damit freigeschaltet? Gar nichts irgendwie, aber ich glaube mal. Oh, wir können hier irgendwas nehmen. Kandidaten von dieser Disk. Ah, da war nur Datendisks drin. Ah, hier ist die Tür offen. Dann machen wir mal so. Wir klettern auf die Box. Ups. Ach so, das war die Tür von immer. Ja. Wie komme ich hier ganz hoch, ist die Frage. Hm.
Also wie würde ich das denn machen, so, you know? You understand? Eventuell können wir den da hinten irgendwie... Komm, gib mal die Kugel her, bitte. Ui. So, wir schieben die mal wieder da hinten rein. Was aktiviert der hier? Nichts, oder? Tatsächlich irgendwie nichts aktiviert er. Okay, also ich gehe mal da... Na, komme ich hier nicht hoch? Doch, doch. Ich komme hier hoch. Leider kein geheimer Weg, den ich hier sehe. Aber ich würde einfach mal schätzen... Also ich habe schon einen Plan, wie wir das machen. Wir hauen den Bree da rein. Machen so. Ja, okay, wir müssen das natürlich richtig timen. Wir machen dann den hier einfach so drauf. Das ist so. Und dann... Hoffentlich ist das schnell genug. Jetzt geht es dagegen. Let's go. Die Tür ist offen. Das heißt, wir machen das wieder weg. Jetzt können wir das öffnen. Ne, das ist einfach nur ein zweiter Cube. Sorry. Die Folge geht länger. Oh, ein Poncho. Wir müssen uns schnell gönnen, bevor wir vielleicht noch sterben. Nice, nice, nice. Okay, was machen wir jetzt mit dem zweiten Cube, ist die Frage. Können wir damit irgendwie da hoch gelangen? Ich glaube nämlich nicht. Wie machen wir das? Was könnten wir damit noch machen? Also wir müssen ja da hoch. Hier? Ah, das habe ich aber ja schon freigeschaltet, deswegen das ist ja egal. Und da ist ja nichts einfach. Also, lass mal nachdenken, wie wir das machen würden. Wie würden wir da hochkommen? Wenn wir die zum Beispiel stacken? Ah, wenn wir den jetzt hier rüber, dann geht es ja runter. Drückt es den Cube vielleicht auch nach unten? Nein. Was sollen wir einfach so machen? Bringt natürlich nichts. Aha. Also ich gehe mal davon aus, dass es hier bleiben muss. Und nicht nach da hinten. Weil das verändert dann ja nichts, oder? Ups. Die Folge wird länger, aber wir finden das heraus. Also. Wir holen die Kugel da doch nochmal raus. Weil die ist ja sehr wahrscheinlich mies unnötig. Kann ich die hier nicht einfach droppen? Schade, das funktioniert nicht. Kobi, Kone! Ich wollte eigentlich Kobi aktivieren. Oh. Ups, was passiert hier? Hallo? Bin ich S oder bin ich S? So, perfekt, dankeschön. Hier geht's nicht weiter zufälligerweise, ich glaube nicht. Also was? Wenn wir jetzt einfach den da machen? Ah, natürlich. Ich wollte jetzt austesten, was passiert, wenn die zwei gegeneinander gehen würden. Also wenn ich einfach hier draufsteige. Passiert nichts. Ah, eieiei. Das machen wir noch in dieser Folge, aber die Frage ist natürlich, was wir in dieser Folge machen.
Wie kommen wir denn nach oben? Das ist jetzt anscheinend ein offener Weg, aber... Ah, warte. Bewegen sich die Goldplatten? Nein. Wie kommen wir hier hoch? Was ist der Plan hier? Kann ich den nicht irgendwie... Nee, ich kann den nicht hochschieben. Ja, ihr wisst wahrscheinlich schon, was die Lösung ist, aber ihr könnt eure Fresse halten, weil ich weiß es nicht. Okay, wir können die Direction einfach ändern. Weiß nur nicht, was das bringt. Ah, nee. Natürlich, die gleichen sich aus. Jetzt die Plattform hier, und was mache ich jetzt? Ah, und jetzt kann ich die Box hier drauf machen, natürlich. Ich habe es erkannt. Oh mein Gott. Und jetzt? Weg mit dem. Wir schieben den ran halt. Geht auch, geht auch. Und wir sind oben. Oh mein Gott, wir haben es in dieser Folge geschafft. Let's go. Gib mir die Essenz. Ein neuer doppelter... Triple sogar. Triple Bonus. Geduld bekommen. Was war das? Habt ihr auch irgendwas gehört? Okay, dann lass mal zurück. 100% erkundet, das ist doch schön, dann lass hier weg. Go, go, go. Und damit wird diese Folge auch zu einem Ende kommen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Ich muss noch warten, bis die Tür aufgeht. Und dann kann ich... Tschüss!